Demokratie. In den westeuropäischen Ländern eine Selbstverständlichkeit. Es geht darum, mitzubestimmen, ja, mitreden zu dürfen, etwas zu verändern. Aber vor allem geht es darum, den Frieden zu bewahren und für unsere Rechte zu kämpfen. Gerechtigkeit für alle, Gleichberechtigung zwischen beiden Geschlechtern, gegenseitiger Respekt und vor allem gleiche Wertschätzung für jeden. Die Hierarchie, die verschiedenen Bedürfnisse oder die unterschiedlichen Persönlichkeiten spielen dabei keine Rolle. Denn Demokratie steht für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt und diese Freiheit darf einem nicht genommen werden. Um Demokratie aufrechtzuerhalten, müssen mehr Personen diese Freiheit schätzen lernen und wählen gehen. Denn eine einzelne Person kann so viel bewirken, aber auch so viel kaputt machen. Respekt und eine gewisse Akzeptanz vor anderen Meinungen haben eine große Bedeutung. Wir haben das Recht, eine eigene Meinung ohne Zwang zu besitzen und diese ohne Angst äußern zu dürfen. Man muss mit seiner Meinung, mit seiner Stimme, Leute unterstützen, die für einen sprechen, wenn man selbst nicht den Mut hat, es eigenständig zu tun. Wir legen Parteien mit unserer Stimme unser Leben in die Hand. Es ist ein Geben und Nehmen. Zumindest sollte es so sein. Politiker sollen die Interessen der Bevölkerung vertreten, nicht die eigenen. Doch sind alle so ehrlich? Bekommen wir alles von dem Handeln der Politiker mit oder wissen wir weniger, als wir denken? Steckt auch einiges an Manipulation dahinter? Demokratie ist in jedem Land möglich. Deutschland unterstützt Länder, wo noch nicht diese Freiheit herrscht und verlangt dafür nichts, außer die anzunehmende Umsetzung davon. Doch wird unsere Unterstützung nicht in einigen Fällen missbraucht? Unser Alltag ist das beste Beispiel für Demokratie. Schon in der Grundschule wurde uns demokratisches Verhalten und Denken beigebracht. Allein das Existieren des Elternbeirats, der Schüler und Klassensprecher lassen uns im demokratischen Leben aktiv mitarbeiten. Diese zahlreichen Ämter drücken vor allem die Wichtigkeit der Demokratie aus, was uns wieder zu der Tatsache führt, wie wichtig es ist, Demokratie aufrechtzuerhalten. Es ist keine Selbstverständlichkeit, Demokratie zu besitzen. Dafür sind in den letzten Jahrhunderten viele Menschen gestorben. Für die Demokratie muss täglich gekämpft werden, sonst geht uns die Freiheit verloren. Jeder denkt, seine Rechte auf eine demokratische Struktur seien sicher. Doch ist unsere Freiheit nicht durch die derzeitige wirtschaftliche und politische Situation gefährdet? Wir fordern euch auf. Steht auf, erhebt eure Stimme. Kämpft für eure Rechte. Kämpft für eure Freiheit.